zurück, Alter! Alter! Scheiß die Wand an! Scheiße, war das knapp! Alter, mein Herz! Nachtigall-Vlog. Heute bin ich in der Nacht unterwegs, beziehungsweise Dunkelheit. Ah, dunkel. Was? Patrick, ich kann dich hören. Nee, SpongeBob, ich kann dich nicht hören. Es ist so dunkel hier drin. Ich fahre. Junge, den muss man noch mal überholen hier, den Kollegen. Ja, ich bin unterwegs zum lieben Sascha Ki. Da wollen wir nämlich alle eine genügende Pfeife rauchen. Ja, Nadine Stinky und Kim sind schon mit dem Auto vorgefahren. Ich fahre jetzt mit dem Motorrad nach. Wir treffen uns in Jöllenbeck mit dem lieben Leon und seiner Freundin Emily. Die sind beide mit dem Moped da. Ja, und dann fahren wir alle gemeinsam zum lieben Sascha Ki. Maxi kommt vielleicht auch. Ich bin gehypt, ich habe gute Laune, ich bin ein bisschen aufgedreht, also viel Spaß mit dem Video. So, ich habe Nadine und Kim jetzt gerade überholt. Ja, man sieht es im Rückspiegel. Ich habe es überholt, ich habe es nicht reingeschnitten. You know why, yes. Ihr wisst warum. Ja, es wird langsam dunkler, habe ich so das Gefühl. Es müsste so, wenn ich schätzen dürfte, so 23 Uhr jetzt sein. So langsam ist das Licht weg, aber es ist Sommer und es ist einfach mal, also es ist immer noch nicht komplett dunkel. Das ist schon sick. Sick. Keine Ahnung warum, aber ich freue mich wie so ein kleines Kind gerade. Es war so eine spontane Aktion von uns, dass wir uns jetzt noch zum Shishan alle bei Sascha treffen. Es war gerade so eine Entscheidung so. Wir sind vor einer halben Stunde ist uns eingefallen, so, yo, wir könnten ja Shishan bei Sascha. Und jetzt sind wir losgefahren. Ich liebe so spontane Aktionen. Da bin ich immer so richtig übelst gehypt, wenn ich so spontane Aktionen mache. Also ich weiß, dass die GoPro bei Dunkelheit richtig scheiße ist. Deswegen, die Bildqualität ist wahrscheinlich nicht so der Burner. Verzeiht mir das bitte, da kann ich auch nichts für. Ja, so. Wir treffen uns hier mit Leon auf dem Rossmann-Parkplatz. Ich habe gerade keine Ahnung, wo Rossmann ist. Ich habe keine Ahnung. Rossmann, wo bist du? Rossmann, hallo. Ich habe keinen Plan. Oh Mann, da kommt gleich ein Kreisel. Wenn ich von da Rossmann nicht sehe, dann drehe ich einfach ein paar Runden im Kreisel und warte, dass Nadine vorfährt. Perfekt. So, hier ist Rossmann. Wo kann man hier denn drauf fahren? Ich würde sagen hier. Und parken wieder eins. Perfekt. Hallo. Wieso? Was ist das denn? Ein Geschenk. Damit kannst du dein Motorrad dekorieren. Boah. Was? Geil. Nicht. Meinst du, es hält? Ja. Dekorierst du das immer so gern? Wieso machst du dein Motorrad nicht so schön? Meins ist schon schön, weil es pink ist. Nee, das glaube ich nicht. So, bitteschön. Dankeschön. Was? Dann kann ich ja meinen Helm absetzen. Achso, die kommt 10 Minuten später, ich setze meinen Helm ab, mach die Aufnahme pausiert. Immer diese unpünktlichen Menschen, Mann. An dieser Stelle, keine Ahnung, Unpünktlichkeit ist bei denen aber an der Tagesordnung, ne? Ja. Bis gleich.
Hola. Hallo, wie geht es Ihnen? Na? Junge, was ist los? Ja, ihr seid auf die Minute genau pünktlich. Ja, Junge, wir sind so gefallen, ne? Hallo. Schutzkleidung ist da. Hä? Schutzkleidung ist da. Ja, Junge, Alter, ich hab nichts. Guck mal, ich hab sogar... Ah, oh, okay, du hast einen Halt. Ja, Stiefel fehlen. Aber halt dich besser entfernt. Okay, ich hab auch. Okay, da ist drin, beruhigt. War der ohne Handschuhe? Ja. Ist das nicht irgendwie unangenehm? Ja. Ja, ja, ja. Immer diese hetzenden Menschen, ey. Nani? Also die haben es doch noch pünktlich geschafft. Jetzt geht's los zu Sascha Kief. Ja. Der Motorvlog wird irgendwie kurz, aber die Rückfahrt filme ich gleich auch nochmal, wenn wir gleich da. Wir sind jetzt, müssen jetzt gleich irgendwie da sein. Sollte nichts jetzt hier Spannendes passieren, schnippel ich das weg. Und begrüße euch gleich zur Rückfahrt. Ich glaube, die Rückfahrt wird ein bisschen spannender, weil es dann komplett stockduster sein wird. Ja. Bis gleich! So Leute, wir sind auf dem Rückweg. Nadine und Kim sind gerade schon vorgefahren. Ich habe keine Ahnung, wo die hier sich rumtreiben. Ich habe auch keine Ahnung, wo der Weg nach Hause zurückgeht. Ich habe keine Ahnung. Ich fühle mich hier so einsam. Es ist dunkel. Und ich weiß nicht, wie es nach Hause geht. Ich werde schon irgendwie einen Weg finden. Hoffentlich. So, und hier rechts oder so. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich habe nicht aufgepasst. So, Ampel, wirst du jetzt grün oder eher nicht so? Komm, Ampel, grün, hier los. Ja, komm. Ja. Irgendwie nicht so. Oh, scheiße, die Wand an. Das dauert noch ewig, bis die... Guck mal, wenn die Fußgängerampel jetzt noch grün ist, ne? Wie lange dauert das mit jetzt, bis die Ampel grün wird? Komm schon, jetzt wird die eine rot. Kommt die andere wieder rot. Jetzt habe ich gleich die Chance rüberzufahren. Jawoll. Jawollo. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Glaube. Ich gucke einfach mal auf das Schild, was da so steht. Herford, Werther links. Ne, warte mal, Werther. Ja, doch, fahre ich noch da mal links. Ach, ja. Hier muss ich links. Ja, das stimmt schon. Ist ganz schön dunkel. Also irgendwie ist Nachtsfahren ja chillig, ne? So schön nichts los, kein Stress, kein Stau. Irgendwie mag ich das. Also, es war ein ganz entspannter Abend, muss ich sagen. Ich habe keine Ahnung, wie spät es jetzt eigentlich ist. Ich glaube, 2, 3. Auf jeden Fall ganz entspannte Runde. Jetzt geht es nur noch ab nach Hause. Die Tatsache, dass Nadine und Kim jetzt mit dem Auto schon vorgefahren sind, bedeutet für mich, dass wahrscheinlich nichts Spannendes passieren kann. Nichts, was unterhaltsam ist. Deswegen, ja klar, sollte etwas noch passieren, schneide ich es rein. Aber ich beende das Video mal an dieser Stelle. Ich weiß gar nicht, ob das Video jetzt kurz ist. Doch, schon eher kurzes Video. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn das der Fall ist, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Monovlog, Leute. Tschüsseli! Fuck, Alter! Alter! Scheiß die Wand an! Scheiße, war das knapp! Alter, mein Herz! Habt ihr den Hasen da gerade gesehen? Da war kein Meter zwischen. Alter, Gott! Alter! Alter! Scheiße! Junge! Das reicht mir jetzt auch erstmal für heute. Gute Nacht. Thank you.
Ey.